Am 12.02.2024 um 22.03 Uhr wurde die Feuerwehr Troisdorf durch einen E-Call über einen Verkehrsunfall auf der L269 Höhe Bergheim informiert und alarmierte nach Person eingeklemmt. Es stellte sich heraus, dass ein 20-jähriger BMW-Fahrer kurz vor der Provinzialstraße aus bislang ungeklärter Ursache zweimal gegen die Schuttplanke prallte, wo er schließlich zum Stehen kam, verletzt, aber nicht eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr suchte im Nahbereich nach möglichen weiteren Beteiligten. Als der Rettungswagen Richtung Krankenhaus fahren wollte, traf eine Angehörige ein, blockierte ihn beim Wegfahren, wurde von der Polizei weggeführt, brach zusammen und wurde vom Fahrer des Notarzt-Einsatzfahrzeugs, der den Rettungswagen unmittelbar begleiten wollte, bis zum Eintreffen eines weiteren Rettungswagens betreut. Anschließend schrie die Frau die Presse an, warum sie den Einsatz dokumentiert. Im Einsatz waren die Einsatzleitung, die hauptamtliche Wache, die Löschgruppen Bergheim, Müllekoven, Echmar, das Notarzt-Einsatzfahrzeug, die Rettungswagen 2, 3 Niederkassel und 2 Funkstreifenkraftwagen. Ein Journalist, der einfach durch die Unfallstelle lief, wurde von der Polizei weggeschickt. Die Straße war bis ca. 0 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Troisdorf nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf und zog die Leitplanke von der Straße. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.